Ja, der Industrieclub Bremen hat ja seine Gründung dadurch erfahren, dass es in Bremen die Handelskammer gab, aber die Handelskammer keinen Bezug zur Industrie hatte. Und so wurde dann auf Betreiben von Herrn Harms mit einem Kreis von 7 Leuten der Industrieclub gegründet. Der Industrieclub hat heute einen völlig anderen Mix gegenüber der Gründerzeit Mitte der 80er Jahre. Und er versteht es zeitgemäß, den Stand der Aktualität zu halten. Wir sind am Puls der Zeit. Wir machen interessante Veranstaltungen zu Themen, die gerade angesagt sind. Die Schaffung, die Möglichkeit zum Netzwerken zu geben. Aber für mich sind es die kleinen Momente, wenn man tolle Gespräche führt und sich einfach zu einer tollen Freundschaft auch entwickelt. Persönlichkeiten, die ich hier zum ersten Mal auch kennengelernt habe und wo viele neue Beziehungen auch aufgebaut werden konnten. Man trifft auch viele unterschiedliche Branchen im Industrieclub. Wir sind tatsächlich Interessenvertreter dessen, wofür wir stehen, nämlich industrielle Wertschöpfung in Deutschland und im Raum Bremen. Das Highlight des Clubs ist ja das Roland-Essen, ganz klarer Fall. Die Oberrathaushalle ist gefüllt bis zum letzten Platz. Und wir hatten tollste Referenten, da gibt es eine Liste, wo also Highlights von Politik, Wirtschaft, Ausland, Inland hin bis zu Herrn Gorbatschow hier waren. Ja, tatsächlich. Also Roland-Essen ist immer was ganz Besonderes. Sehr viele persönliche Begegnungen, die ich nicht missen mag, viele überraschende Momente. Das Gefühl von Gemeinschaft, Gemeinschaft erzeugen. Für mich persönlich ist der Club auch ein Treffen von Leuten, die man gerne sieht, mit denen man gerne mal ein bisschen redet. Wir haben alle gelernt, wir brauchen den anderen Menschen auf der anderen Seite. Und ich denke mal, wir werden das Persönliche vertiefen. Wir haben den Juniorenclub gegründet. Das ist ein absoluter Mehrwert für mich und für jüngere Menschen. Im Industrieclub erlebt man auch nur hier Einblicke, die man sonst nirgendwo anders bekommen würde. Es gibt keinerlei Hierarchien. Man steht eigentlich immer auf einer Stufe mit allen anderen, egal woher man kommt. Wirtschaftliche Kontakte. Tradition. Netzwerk. Clubräume. Innovation. Weitsicht. Vision. Miteinander. Transparenz. Modern. Gute Kommunikation und gutes Netzwerk. Hanseatisches Handeln. Und Bremen.